Viel Spannung beim heutigen Tom-Turbo-Abenteuer wünscht euch Knabber Nossi. Willkommen im Tom Turbo Detektiv Club. Come on, Motoren! Und das ist unser heutiger Fall: die Taschengeld-Helikopter. Es gab so schwer wie ein Kind im Park. Heute im Detektiv-Tipp: E-Mail für Robin. Gut, dass er nicht da ist. Hä? Steht ja nichts drin. Selina ist vielleicht älter als ich, aber bestimmt nicht schlauer. Die E-Mail ist nicht leer. Man muss nur den Trick kennen. Im Geheimarchiv erfahrt ihr heute Unglaubliches über Tom Turbos 111 Tricks. Denn dich hilft nur noch Turbo Lass. Auf ins Abenteuer. Löst den heutigen Fall und knackt das streng geheime Codewort. Herr Kommandant? Die Ladung doch nicht auf mich abwerfen! Aber ich dachte, Sie wollten die Testperson sein, Herr Kommandant. Wenn hier jemand denkt, dann ich! Jawohl, Herr Kommandant. Sind Sie mit dem Test zufrieden? Test! Erfolgreich! Also, wenn wir die Helikopter starten zu... Du weißt schon. Sie meinen... Also, wenn wir die Helikopter losstarten, wirst du etwas anderes geladen haben. Taschengeld! Nein, die nicht. Die Luftpumpe kann ich wirklich nicht hergeben. Tom, bitte schau, du hast hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 weitere Luftpumpen. Tom, bitte. Die Pumpe können wir auf dem Flohmarkt bestimmt gut verkaufen. Und in deiner Garage sieht's langsam aus wie in einer Rumpelkammer. Nicht wahr? Ich sammle nur gern. Tom, bitte. Gib uns doch ein paar Sachen. Schau, Spaghetti und Jojo wollen sich auf dem Flohmarkt Taschengeld verdienen. Jojo will sich ein ferngesteuertes Flugzeug kaufen, nicht ein Schlauchboot. Wir haben schon viel gespart. Jetzt gib dir einen Ruck. Na gut, bedien dich. Danke, Tom. Wenn wir das Boot haben, darfst du bestimmt mitfahren. Es wird eine entsetzliche Überraschung für die Verwürmer werden. Warum können Sie Kinder nicht ausstehen? Weil Sie sich seit meiner Kindheit über meine hohe Stimme lustig gemacht haben. Jetzt reiche ich mich dafür. Auf zur Geldmaschine! Ups! Dieser Heuschnupfen! Ich hasse Blumen! Und er hat gesagt, dass ihn früher immer alle verspottet haben, Jojo.
genauso. Klingt nach Kommandant Kinderschreck, diesem Rostkopf. Ganz meine Meinung, Tom. Wegen seiner hohen Stimme ist er schon als Kind verspottet worden. Was ihn immer sehr geärgert hat. Er hat zum Quietschen viel Geld und gibt es gerne aus, um Kinder so richtig zu ärgern. Der andere ist in einem SX-9 losgefahren, zu einer Geldmaschine. Hat der andere so ausgesehen? Das ist Birnfinger, sein Butler. Was planen die beiden diesmal? Ich starte los. Versuche mehr über die Geldmaschine herauszufinden. Spaghetti, wir müssen zum Flohmarkt. Du hast weniger als ich gesammelt. Du bringst die Sachen zum Flohmarkt und baust unseren Stand auf. Und du? Ich komme mit Tom. Was ist Tom? Suchtrick kann Assistent Birnfinger nicht aufspüren. Tom Turbo an Boss. Spaghetti ist immer so gemein. Tom Turbo an Boss. Jojo, ich muss kurz ins Detektivbüro hinunter. Ich komme gleich zu dir zurück. Ja, Tom? Ich brauche Beschreibung von stinkendem Vierrad, in dem Birnfinger unterwegs ist. Warte. Jojo hat gesagt, es ist ein Wagen der Type SX9. Hahaha, davon gibt es viele. Aber vielleicht hat Birnfingers Wagen irgendetwas Besonderes. Detektive, fällt euch da etwas ein? Wonach könnte Tom Ausschau halten? Hat Birnfingers Wagen vielleicht ein Stoffdach? Oder vier Antennen? Oder so einen Gepäckträger auf dem Dach? Hm? Grüße von Tom und Spaghetti. Jojo? Jojo! Das gibt's ja nicht, grüßt. Komme wieder, keine Panik, Jojo. Was hat er vor? Als Höhepunkt der Führung durch unser Münzmuseum bitte ich Sie jetzt zu unserer Geldmaschine. Mehr als 500 Jahre alt ist die Maschine, mit der früher Münzen geprägt wurden. Bitte Abstand halten, sonst lösen Sie den Alarm aus. Blechschaden? Nein, höchstens blaue Flecken. Shh, Flüstergang einlegen. Ja, Boss? Behalt Birnfinger im Auge, greif aber nicht ein. Ich möchte nämlich unbedingt erfahren, was er vorhat. Für Sie interessant. Ich bin nämlich neu hier. Besuchen Sie uns bald wieder. Haben Sie noch eine Frage? Ich bin geschickt worden, Sie zu überprüfen. Habe ich etwas angestellt? Es geht um Ihre Fähigkeiten, Führungen in diesem Münzmuseum zu machen. Ich denke, ich kann das ganz gut. Als Expertin müssen Sie selbstverständlich
die Geldmaschine auch in Betrieb nehmen können. Sind Sie dazu in der Lage? Selbstverständlich. Gut. Was ist in der Kiste? Nur solche Scheiben. Sieht aus wie ein Rohling für Münzen, in den noch nichts eingeprägt ist. Kein Wert, kein Land, kein Symbol, gar nichts. Was könnte aus den Rohlingen für eine Münze werden? Ich glaube, da sollen 2-Euro-Münzen geprägt werden. Aber nur aus einem Rohling kann wirklich eine richtige 2-Euro-Münze geprägt werden. Detektive, welcher Rohling ist richtig? Also, fangen Sie an. Dafür muss hier der Münzstock eingespannt werden, der Ziffer und Muster in das Metall prägt. Hier. Hast du einen Wackelkontakt? Nein. Dann leg den Poltergang raus. Jetzt sind noch Metallscheiben nötig. Perfekt. Kommandant Kinderschreck wird begeistert sein. Ich bin mit der Qualität noch nicht ganz zufrieden. Üben Sie weiter. Los! Los! Jojo? Noch immer kein Jojo. Wo bleibt der so lange? Thomas ruft Jojo, bitte kommen. Jojo, bitte melden. Ich kann jetzt nicht. Bin auf einer heißen Spur. Hey! Jojo, Moment, ich kann auch ermitteln, nicht nur Spaghetti. Hey, warte. Bin schon vorsichtig. Melde mich, over. Hören Sie, ist das noch immer nicht genug? Sie werden langsam besser. Sie dürfen hier weiterarbeiten. Und Tom? Hm. Was entdeckt? Birnfinger fälscht Münzen. Kommandant Kinderschreck und Birnfinger als Geldfälscher, noch dazu 2-Euro-Münzen, nie im Leben, Tom. Da steckt was anderes dahinter. Ich fühle Birnfinger einmal auf den Motor. Halt! Da. Fang. Taschengeld. Aber wieso? Ist dir was auf die Hupe gefallen, Spaghetti? Hier. Tom, das hat mit den Münzen zu tun. Als Spaghetti vorhin in die Kiste gegriffen hat, da hat sie so komisch gezuckt. Jetzt berührt sie die Münze und ist auf einmal tief traurig. Birnfinger weiß bestimmt, was dagegen getan werden kann. Schock. Entkommen. Er ist bestimmt zurück zu seinem Auto. Bitte, spielen Sie Scheibenwischer für Spaghetti. Hole sie später. Doppelschock. Fort. Turbolauschuhe ausfahren. Boss! Ja? Fange Motorgeräusch von Auto Type SX9 auf. Ausgezeichnet. Birnfinger fährt einen SX9. Tom, fahr in die Richtung, aus der das Geräusch kommt. Es fahren hier mehrere Autos Type SX9.
klingen alle sehr ähnlich. Lass hören. Tom, wenn ich mir vorstelle, was Birnfinger geladen hat, dann weiß ich, in welche Richtung er unterwegs ist. Detektive, ihr auch? Hier noch einmal die drei Geräusche. Welches Geräusch kommt vom Birnfingers Auto? Klingt ganz, als wäre ein Kind im Park. Na warte, ich schalte meine Fanganlage ein. Ein Computerspiel? Jojo, bitte kommen. Jojo? Was ist denn mit dir los? Jojo, ich kann dich nicht hören. Wo bist du? Gib mir irgendeinen Hinweis. Irgendwas. Was soll das bedeuten? Jojo? Ich habe einen Verdacht. Das da kann Weg bedeuten oder Gasse. Und das andere... Detektive, was versucht mir Jojo da zu deuten? Ist er in der Gartengasse, der Himmelgasse oder der Sonnenblumengasse? Notruf. Was gibt's, Boss? Es geht um Jojo. Er ist in Gefahr. Du musst sofort kommen. Keiner hört! Eine Sonderanfertigung! Extra für mich! Übrigens, wo ist Birnfinger? Das Unternehmen, das schickelt Helikopter! Hier bin ich, Boss. Tom, pass auf. Jojo steckt ziemlich in der Klemme. Er hat mir ein Zeichen gegeben. Er ist in der Sonnenblumengasse. Allerdings ist die ziemlich lang. Mach mich auf die Suche. Gut. Hast du meinen Auftrag ausgeführt, Birnfinger? Kommandant Kinderschreck, ich konnte leider nur eine Kiste mit Münzen anfertigen. Tom Turbo ist plötzlich aufgetaucht. So ein Störenfried. Aber das kann losgehen. Eines dieser kleinen Objekte hat sich eingeschlichen. Sitzt in einer selbst erfundenen Kinderfalle gefangen. Ich werde mich selbst davon überzeugen und diesen Jungen die erste unserer Heulmünze bringen. Schau mal, was der Onkel für dich hat. Mein Heuschnupfen! Hilfe, lass dich raus! Das Hilfe. Ganze Blödchen! Komm, Turbo, Hilfe! Ich verstehe nicht. Hilfe! Hilfe gegen die wirkende Triefnasenmünzen?
Die Hände in Öl tauchen, das hilft, sonst nichts. Und darauf wird nie jemand kommen. Daher wird das Weinen nicht verstummen, so wie sie es geplant haben. Kein Lachen, kein Spaß, kein Schreien mehr, nur mehr Schluchzen und Wimmern. Klappe zu! Die Klappe zu! Suchtrick findet Jojo nicht. Suchstrahlen können nicht zu ihm dringen. Wo kann er sein? Schalt das Spurenlesegerät ein. Klar, Boss. Wird gemacht. Eine dieser Spuren stammt von Jojo mit seiner Schubkarre. So ist er zum Haus von diesem Kinderschreck gelangt. Und ich wette, dorthin ist er auch zurückgekehrt. Detektive, welche Spur zeigt Jojo mit der Schubkarre? Schreibt euch den Buchstaben der richtigen Spur auf. Jojo aus der Röhre rausholen. Eins nach dem anderen, Boss. Volle Kraft voraus! Gegen den Sturmkrieg! Los! Pilot! Hier mit den Fernsteuerungen. Oh-oh. Turboflachtrick. Um das Ding aufzubekommen. Einen Dosenöffner? Versuch's noch einmal, Tom. Turbostrahl. Volle Kraft. Alle Helikopter auf den Sturmfried! Zu Befehl, Herr Kinderschreck, Herr Kommandant. Gratuliere. Starke Landung. Mein schönes Meer. Tom, sei nicht so geizig. Ich habe gehört, wie Wiedeling es gesagt hat. Öl hilft gegen das Heulen. Also Hände eintauchen. Und? Und? Was? Aber er hat's gesagt. Scherz, hereingefallen, hat geholfen.
Mir geht's wieder perfekt. Was hättest du nur ohne deinen Bruder? Das muss in die Wäsche. Detektive, bleibt auf der Spur. Wie ihr mitspielen könnt, das erfahrt ihr gleich. Doch nun zum heutigen streng geheimen Detektiv-Tipp. E-Mail für Robin. Gut, dass er nicht da ist. Jetzt kann ich lesen, was er da so bekommt. Macht man zwar nicht, aber ich muss auf meinen kleinen Bruder aufpassen. Von seinem Freund. Hä? Muss ein bisschen verwirrt sein. Steht ja nichts drin. War ein komisches Geräusch an deinem Computer. Selina ist vielleicht älter als ich, aber bestimmt nicht schlauer. Die E-Mail ist nicht leer. Man muss nur den Trick kennen. Schon kann man sie lesen. Meine Schwester ist eine jodelnde Himmelsziege. Deine auch? Oh ja. Eine unsichtbare Botschaft schreiben geht so. Text tippen. Meine Schwester ist ein neugieriger Nasenbär. Und dann die Schrift weiß färben. Fertig. Wer diese Nachricht bekommt, muss den Trick ebenfalls kennen. E-Mail einfach markieren oder die Schrift schwarz färben. Bitte sehr. Jetzt verraten wir euch, wie ihr mitspielen könnt. Und gleich werfen wir einen Blick in Tom Turbos 111 Tricks. Turbo, lass! Jetzt geht's los. Lest eure Lösungsbuchstaben von hinten nach vorne. Sind sie richtig, ergeben sie das heutige streng geheime Codewort. Spielt mit, ruft an 0800 071 170. Oder schickt eine E-Mail an tomturbo@orf.at. Aus allen richtigen Lösungen werden 10 Detektive der Woche ermittelt. Zu gewinnen gibt es den Tom Turbo Detektivausweis, das Tom Turbo Jubiläumsbuch und als Hauptpreis eine turbotolle Lupe. Wer gewonnen hat und das streng geheime Codewort, findet ihr im Internet auf okidoki.orf.at oder auf ORF Teletext 360. 111 Tricks hat Tom Turbo eingebaut. Doch für jeden braucht er Strom. Köstlich. Es macht Spaß. Meine Batterien könnten Strom gebrauchen. Hier drinnen gibt es keine Steckdose. Später. Sind die Batterien leer, kann das zu großen Schwierigkeiten führen. Denn dich hilft nur noch Turbo Lasso. Hat sich selbst außer Betrieb gesetzt. Beknackter Blecheimer. Ich muss Tom laden, aber schnellstens. Ich schicke ihm den Turbokraftstrahl. Das muss es sein. Superkraftstrahl. Los! Zum Glück ist dieses Abenteuer gut ausgegangen. Der Turbokraftstrahl hat die Tricknummer 68. Doch es geht auch ohne diesen Trick. Im Fall der Knallfußball musste Alex Tom mit der Kurbel Energie verschaffen. Ich brauche noch mehr. Ich kann schon fast nicht mehr. Ein bisschen noch. War allerdings sehr anstrengend. Am einfachsten ist es für Tom, wenn er an einer Steckdose seine Batterie aufladen kann. Guten Morgen, Tom. Noch zu früh. Bin noch nicht vollgeladen. Wenn's aber um einen neuen Fall geht. Oho, alle 111 Tricks. Einsatzbereit, Boss. Kitzelstrahl, los. Hologrammtrick, los. Turbo-Juckpulverkanone, los! Diese Sendung widmete euch Knabbernossi.